Hallo YouTube, Hudson's hier, willkommen zu einem neuen Unboxing auf diesem Kanal. Heute geht es um das Päckchen vom Alexander, kam gestern rein, heute ist der 20.05. Wuschel hat das schon mal vorbereitet, wieder nach Setbett sortiert und hat gesagt, oh, das könnte teuer werden, weil ein paar Altmits dabei sind. Jens macht das lieber über einen zweiten Account, inseriert das. Ich hatte aber auch noch zu tun, Jojo hat das dann übernommen und auf einen zweiten Account inseriert. Und ja, ich zeige euch jetzt wie die letzten Male einfach, was hier so dabei ist und dann switchen wir rüber zur Bewertung von zweiter Account. Hier haben wir Cummins, da ist paar Stables sind dabei. Vielleicht ein Shadow-Deck, vielleicht auch ein Zodiac-Deck. Ein paar, das sind ja alles auch hier was ganz Neues. Shadow Structure hat er sich dreimal gegönnt. Das kommt jetzt hier langsam auch bei uns wieder an. Das sind halt alles englische Karten. Ja, vielleicht ein Kunde von uns, der dann sich das rausgepickt hat, was er behalten will und der Rest halt einfach wieder Retour sendet. Als, ah, da kann er noch ein paar Euros rausholen. Oh, hier drei Twinnies, ganz cool. Tja, haben wir zwar alles noch auf Lager, aber davon kann man ja nicht genug haben. Das Deck war ja mega gut. Rares, ein paar Burning Abyss. Oh, der O-Lion geht, glaube ich, gerade 8 Euro. Ein paar Kaijus, so Side-Deck-mäßig. Und dann sind wir auch schon bei den Holos. Was haben wir hier an Super Rares? Ja, sieht aus wie so ein paar Side-Deck-Sachen. Oh, die sind, glaube ich, auch teuer aus dem TU, ne? Die gehen ja auch 15 oder 20. Wir haben ein paar OTS-Holos. Also anscheinend ein Turnierspieler, der ab und zu hier seine Startbooster drin hat. Hier alles auf Englisch, die Palio-Sachen, auch ganz cool. Und ein ABC-Deck haben wir ja auch noch mit dabei, so ein bisschen. Ah, hier sogar Dragon-Mate-Zeug schon dabei. Ja. Ein paar was ist denn das? TU, ich kann es nicht erkennen, TU03, ja, das ist glaube ich auch teuer bei 15 oder sogar mehr Euros mittlerweile. Naja, gut, dass ich das jetzt nicht hier live vor der Kamera bewerten möchte, aber da gab es ja auch einige, die das mal wieder sehen wollen. Ich habe eventuell eine kleine Sammlung, die ich wieder so am Tisch bewerten werde oder halt dann noch zur Hilfe mir eine Kartmarke dran hole. Das war dann mehr Aufwand, aber soll ja ordentlich gemacht werden. Ultras, hier haben wir noch ein paar Knowledge, die gehen ja auch mit der Zeit immer wieder nach oben, immer weiter. Da hat sich einer hier Dude gegönnt, oder dreimal sogar. Ja, die ganzen Handtraps, auch nice. Und das ist auch alles Englisch, wenn ich es richtig sehe, ja. Und jo, was haben wir noch so dabei? Ja, ein bisschen Inferno-Zeug habe ich jetzt auch schon entdeckt, hier so mal zwischendurch. Oh, ein Upstart aus der LC. Cool, ist der Dummy? Kann sein, ne? Ja, ein Danger. Ja, wie gesagt, die Busterblader. Dachte ich mir schon, die zu kommen. So, und dann kommen wir jetzt zum Ende und da sind, glaube ich, die Highlights. Gucken wir doch mal, was hat er denn hier uns so versteckt. Secret Rares. Ja, Dragon Mates, Regeki. Ich glaube, selbst der Plasma im guten Zustand geht schon eine 10er momentan. Oh ja, hier. Da haben wir die erste 50-Euro-Karte. Ich glaube, der Barmut Shark in Secret geht auch 20 gerade. Bei den Marines, das wüsste ich jetzt schon wieder gar nicht, was die aktuell gehen. Also umso besser, dass wir das online bewerten. Die Toads sind auch so bei 15 momentan, glaube ich. Und Ultimates, da haben sie gesagt, da soll ich drauf aufpassen, das hat Jojo dann bestimmt auch super bewertet. Das ist unser Pokémon-Spezialist, der kennt sich mit Zuständen hier bei uns am besten aus. Oh, Didicrows. Guckt es euch an. Eine Englisch an first. Ah, weiße Ränder überall. Müsste man sich ohne Hülle mal angucken. Und einen Deutsch first, aber auch da sehen die Ränder nicht so aus. Und dann haben wir hier drei Kröten. Und damit sind sie schon auf mich zugekommen vorhin und meinen, Jens, ist das normal? Ich gucke mal, sehen wir das? Sehen wir das auf der Kamera? Fokus. Aber ganz schwer. Aber irgendeiner hatte an der unteren, an der oberen Schnauze irgendwo so drei minimale Partikel, irgendwelche grünen Flecken, also nichts großartiges. Jetzt so in der Hülle sehe ich es gar nicht. Bloß weil die alle drei irgendwie, die sehen gut aus. Aber sieht man es ohne Hülle? Nee, ach doch, jetzt da, aber war das fokussiert? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ihr seht es echt nicht. Es ist halt minimal. Also die sind im richtig guten Zustand. Wir waren uns noch nicht sicher, ob die Ultimates alle so
den Druckern oder ob das einmalig ist. Aber wir haben halt 3 Exemplare, wo da ein so ein kleiner grüner Punkt ist, den man wirklich nur sieht, wenn man dreimal genau hinguckt. Ja, gebt aber ruhig mal einen Kommentar ab, wenn ihr das wisst, ob die Ultimate Prints immer so sind bei dem Austauschfall. Ich hatte leider gerade keinen auf Lager, einen anderen, dass wir mal kontrollieren konnten. Aber es sah halt mit der Kammen verglichen, wo wir welche noch auf Lager hatten, ganz komisch aus. Also anders. Also ich glaube, das fällt nicht auf. Es sind originale Karten, keine Frage. Gut, dann gucken wir uns mal an, was der Spaß mich am Ende kosten wird. Und dann sind wir auch schon auf dem zweiten Account, wo alles inseriert ist. Ich habe jetzt mal ab 5 Euro gefiltert. Das ist ja so das Interessanteste. Die Austauschfrösche sind jetzt als Nirmint inseriert. Einfach aus dem Grund, die sahen halt echt gut aus. Und auch wenn die da irgendwas hatten, wo wir nicht wussten, ob das so sein soll oder ob das ein Missprint vielleicht ist oder ob das drauf gemalt ist, aber es sieht halt nicht aus, als ob das mit einem Stift nachgemalt wurde. Es sind halt auch so nur minimale kleine grüne Ecken. Es sieht farblich aus wie die Augen von dem Frosch. Ja, aber mit 100 liegt man ja gut im Rahmen. Das sieht gut aus. Und dann haben wir ja die Diddy Crows. Eine als Lightblade gelistet, eine als Good First. Ja, im richtig guten Zustand gehen die halt auch ordentlich zur Zeit. Aber ich denke mal, wenn wir mal einen Filter runtersetzen, dass wir dann sehen, okay, hier ist zum Beispiel noch eine in First. Gut, so wie wir es haben, das passt. Und die Unfirst sehen wir jetzt so hier gerade noch nicht, weil die Englisch ist, genau. Also müsste mal gucken, dass irgendwie eine englische Version in Lightblade. Ist doch Lightblade, oder? Ja. Finden wir da noch was Vergleichbares? Ich sehe hier gerade so gut wie keinen auf dem Markt. Das ist ja verrückt. Was ist hier los? Wo haben wir denn den Preis, Herr Jojo? Irgendwo. 29,99. Kann ich mir gerade noch nicht erklären, aber wird schon irgendeinen Grund haben. Vielleicht kann das Jojo in den Kommentaren auch nochmal erklären, wie er dazu gekommen ist. Oder er hat bei Blade geguckt. Ansonsten müssten wir hier, glaube ich, noch ein bisschen hochgehen. Ja, wir gehen wahrscheinlich noch ein bisschen hoch, weil selbst aus dem Ausland sehe ich jetzt hier keinen, der für 29,99 die Mangebot hat. Ja, gut, dass wir das noch gescheckt haben. Wollen wir gleich mal das verbessern, indem wir sagen, Lightblade hat es hier einer für 79. Aber warum soll die fast so viel wert sein wie die First in einem besseren Zustand? Das checke ich gerade nicht. Habe ich irgendeinen Denkfehler, Leute? Ich setze die jetzt einfach mal hoch. Auch wenn ich dann vielleicht mehr Geld für ausgebe, aber das muss ja irgendeinen Grund haben. Das müssen wir mal noch nächste Woche checken, was da vorgefallen ist. Gut, so haben wir das mal noch fertig gemacht. Genau, und die andere Krähe passte. Okay. So, was haben wir noch? Der Shark, was hat er gesagt? 20, ja, 25, okay. Ah, Löwenimperator. Hatte der noch keinen Reprint? War der ohne Reprint momentan? Jo, der hat noch keinen Reprint. Deswegen ist er so teuer. Machen wir mal wieder unseren Filter schick. Ansonsten haben wir hier was völlig anderes angezeigt bekommen. Und der steht bei, ja, Alibaba 9,95, sind wir im Rahmen. Gut, was haben wir noch? Was können wir euch noch zeigen? Hier die Rettungskatzen, 16 Euro, jupp, da war ich dann doch gut im Preis. Ah, der Plasma geht doch kein 10er, geht doch nur 5er. Passt das? Ach, okay, Zustand war natürlich nicht ganz so cool. Deswegen der Preis unten. Okay, alles klar. So, haben wir noch irgendwas? Ja, ansonsten, ich habe vorhin schon mal rübergeillert, was am Ende auf mich zukommt. Inventarwert, ja, halt die OTS-Frösche, ne, am meisten. Aber halt auch die Shadow-Decks, die gelistet wurden. Da muss ich halt noch dazu sagen, dass wir am Ende wahrscheinlich noch ein bisschen was abziehen werden. Also wir haben erstmal eine Summe von fast 1400 Euro. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wir haben alles für mindestens 39 Cent gelistet, das mit 65% zu bewerten, ist ein bisschen hart. Jede Kammen, die ich eigentlich so für einen Cent mitnehme oder so. Und da hatte ich mir dann überlegt, wenn ich jetzt einfach sage, ich ziehe den Mindestbetrag von allen Karten ab, wären das 161 Euro weniger. So, wenn ich sage 131 minus 161 circa, sind wir bei 1232
mal 65%, sind wir bei 800, glatt 800. Ja, da muss ich mal mit dem Jojo quatschen, was der Preis sollte. Und ich muss vor allem dann mit dem Alexander quatschen, der mir dann erzählt, ob die 800 fair wären, ob das passt. Oder ob wir nochmal drüber reden müssen. Ich notiere mir erstmal die 800 jetzt. Und dann ja, bedanke ich mich für die Einsendung. Waren wieder coole Sachen dabei. Wenn ihr auch Karten verkaufen wollt an uns, schreibt mir einfach an über Facebook, Kartenmarket oder E-Mail. Yu-Gi-Oh! Pokémon. Wir sortieren das euch vor, inserieren das auf den zweiten Account, wenn gewünscht ist, wenn auch die Masse dafür zuständig ist. Wir haben heute eine Sammlung reinbekommen mit 14.000 Karten. Die kann ich natürlich nicht über den zweiten Account inserieren. Ne? Klar, das muss ich so irgendwie lösen. Vielleicht auch ohne Video, damit ich da in der Zeit bleibe. Aber nee, cool, dass gerade wieder so viel reinkommt. Wir können hier das fast täglich gleich durcharbeiten, weil wir gerade viel Luft dafür haben. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Herrentag morgen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wahrscheinlich wieder ein anderes Unboxing. Es ist gerade ein bisschen monoton auf dem Channel. Nur zu mehr komme ich gerade nicht, weil ich viele Sachen im Hintergrund bearbeiten muss. Ich sage dann mal an dieser Stelle tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Euer Jens.